Stammelobst. Jetzt habe ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe weniger Angst vor Zombies als vorher. Ja. Also da macht die Axt schon viel aus. So, warte kurz, der so, Server leckt wieder. Ich wollte kurz sagen, ich bin schon auf der Straße. Vorsicht, Zombie. Da hinten, ganz hinten steht noch einer. Hier sind noch nicht so viele Spieler gewesen, würde ich sagen. Willst du, soll ich? Ich mach eben. Gehen wir mal ins blaue Haus hier rein, oder beziehungsweise mit der blauen Tür. Liegt eine Mütze, falls du möchtest. Na, ich hab mein BW-Kopftuch. Rucksack wäre nice. Ja. Hast du noch Platz? Da liegt noch eine Dose Bohnen. Lecker. Ich will gar nicht wissen, wer die schon alles angefressen hat. Ja, lieber nicht, ne? Nee, wir so, gehen mal noch eben ein weiter, nach rechts. Ich will jetzt mal gerade die Hauptstraße ein kleines bisschen meiden. Zumindest vorerst. Mhm. Ja, vor allem bin ich jetzt das perfekte Ziel mit dem Gewehr auf dem Rücken. Ja. Ich denke, die Hälfte wahrscheinlich irgendwie, der wird mich erschießen, da schieße ich lieber zuerst. Hier das Haus mit dem roten Backstein. Ja. Ich bin hinter dir. Hör, ja, dass die Tür einen immer wegschieben muss. Stuhl, noch mehr Stuhl, ist ja eklig. Jede Menge Stuhl. Tja, da war auch nichts Spannendes. Außer eben so ein bisschen Gaszeug, also hier so ein Gaskartusche und den Aufsatz dafür sogar, aber habe ich eben einfach keinen Platz für gerade. Ne, ich habe auch eben noch. Nicht. Du willst grün, mach den Zombie mal eben unschädlich. Ja, ich bin da schon mal rein. Hey Zombie Lady. Headshot. Fuck. I want to drink something, ja. Yeah. Also Mützen findet man hier ohne Ende. Muss kalt sein. Ja. Aber mir eben doch nicht. Nix mehr? Nö. Im ganzen Haus, eine Mütze. Wow. So, ich laufe mal lieber schön mit gezückter Waffe rum, bevor uns hier jetzt irgendeiner entgegenkommt. Tja, wie ich das so sehe, müssen wir auf die Hauptstraße. Ja. Zumindest kurzweilig. Ein bisschen vorsichtig. Wir gehen mal eben hier noch in den Hintereingang des Hauses rein, würde ich sagen. Ich folge. Spannend. Da liegt schon wieder eine Mütze, das gibt's doch nicht. Da ist ein Baseballschläger in die Wand gebackt. Backballkeule. Ja. Quasi. Schön Backballkeule. Ich hab Streichhölzer. Gut. Ein Rucksack wäre trotzdem awesome. Und Munition für eine 44er. Kannst du die mitnehmen? Nehme ich mir gleich auf den Runterweg mit. Da schon wieder will sie das in Stücke reißen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist doch nur ein weißes T-Shirt. Uff, hau weg. So, weg damit. Ich hab Stöckskins gefunden. Ja, aber die nehmen ja so viel Platz ein. Wo war die Munition? Im Regal. Ja, da. Ja, okay. Jetzt habe ich schon mal 39 Schuss. Es fehlt nur noch Waffe und Magazin. Richtig. So, Vorsicht, Hauptstraße. Ei. Tür. Boah, ich bin gerade nur ein bisschen vorsichtig. Wir gehen mal eben schnell rüber. Also hier bin ich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, war da hinten ein anderer Spieler gerade? Weiß ich nicht. Toll. Noch eine Dose zu essen. Kann ich meine mal eben aufessen. Ich guck mal eben ums Eck. Zumindest läuft keiner auf uns zu. Das kann ich hier schon mal sagen. Super.
Nee, ich sehe niemanden. So, schnell mal hier rein. Schon wieder, ey, also diese Mützen, die machen mich langsam verrückt. Oh, guck mal, eine Mütze. Hey, ist doch echt der Obershit. Ja, und noch mehr zu essen. Also falls du was willst, da steht noch eine Dose gebackene Bohnen. Ich hab partout keinen Platz mehr. Ah, die kriege ich noch mit. Steckskins, Gaskartusche. Mehr ist da oben nicht. Ja, okay. Alles klar, dann eben nicht. Hier ist eine Dose zu trinken. Hast du die reingeschmissen? Die hab ich den geschmissen, die ist leer. There's nothing left. Stimmt. Fack. Schade. Hab's auch schon mal gehabt, dass ich aus einer 0% Dose mit Essen noch was essen konnte. Okay, ich bin jetzt einfach nur ein Haus weiter, siehst du gerade. Ja. Was ist das? Schon wieder ein Bandana, also schon wieder was für den Kopf. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh Mann, kein Spaghetti. Leute. Hä? Warum steht bei mir jetzt gerade, dass du DayZ spielst? Trinken. Verrückt. Boah, geil. So, zum Wohl. Ich kann auch mal einen Schluck nehmen. Ey, schon wieder eine Mütze. Ich dreh langsam ab mit dieser Kacke. Das kann doch nicht wahr sein. In diesem Haus lagen alleine schon 3 Mützen, mindestens. Oh, mein Kumpel ist immer noch durstig. Tja. Oh mein Gott, ey. Was denn? Oh Gott, die dritte Mütze. Mützen über Mützen. Und eine Dose Thunfisch. Ja, toll. Und hier ist noch was zu trinken. Nee, was zu essen. Mist. Da noch was. Aber jetzt habe ich schon mal eine Hose gefunden. Ich kann mehr mitnehmen. Ich habe einen Kochtopf. Ja, ich nehme mal hier das ganze Futter mit. Ja, mach das. Ich weiß auch nicht, soll ich die Streichhölzer sonst erstmal wieder wegschmeißen? Ja, ich glaube, brauchen tun wir die jetzt im Moment nicht so wirklich, ne? You are dead. Wieso bin ich jetzt tot? Was? Ich bin stumpf tot. Hä? Siehst du mich irgendwo stehen oder liegen? Ich guck gerade. Du warst über mir, ne? Auf der Treppe. Hä, bist du jetzt quasi einmal durchs Haus gebackt, oder was? Weiß ich nicht. Weil oben bist du nicht mehr. Ich stand einmal am Ansatz von der Treppe. Das ist äußerst frustrierend. Nee, ich sehe dich tatsächlich nicht mehr. Bin ich durch die Treppe gefallen, wa? Wahrscheinlich. Krass. Kranke Scheiß, das hatte ich aber auch noch nicht. Nee, das war das erste Mal. Wenn es so weitergeht, werde ich bald einen Fehlerbericht schreiben. Ja, ich meine, uns ist ja schon allen bewusst, dass wir hier eine Alpha spielen, ne? So ja, aber das ist ja der Sinn von einer Alpha, oder nicht, dass du Fehler schreiben sollst. Ja, ja, natürlich. Gut, dann logge ich mich mal aus, aktualisieren, oder wollen wir uns einen anderen Server suchen? Nö, eigentlich läuft der ja ganz gut gerade, oder? War nur eine Frage. So, zack, Dates. Oh Mann, das ist ja echt ärgerlich, ey. Ich sehe aber schon wieder Kräne. Das heißt, du bist schon wieder in Elektro gespawnt? Ich bin schon wieder bei Elektro gespawnt. Cool. Und auch ziemlich genau auf dem gleichen Punkt wie beim letzten Mal. Okay. Haben die Spawnpoints angepasst? Nee, kann eigentlich nicht sein. Vielleicht sind die noch nicht ganz so random, wie sie sein sollen. Das kannst du natürlich haben. Ich laufe weiter an der Hauptstraße rum, ne? Hast du gesehen? Ah. Oder weißt du, wo wir sind? Oder ich? Das weiß ich. Bitte sag mir nur Bescheid, wenn du da bist. Ja, ich muss gerade eben zugeben, dass ich als erstes in ein dusseliges Haus reingerannt bin. Weil hier gerade eins war und ich habe da auch gleich eine 6-Taschenhose gefunden. War das doch gut. Was? Schon wieder tot, oder was? Authentification Timeout. Okay. Jetzt hat er mich vom Server geschmissen. Fragt sich warum. Ich beiß heute noch in die Tischkante. Sonst such eben einen neuen, ich komme dann gleich nachgejoint, würde ich sagen. Nee, oh, jetzt ja, das ist auch schön. Jetzt wiederum ist hier gerade auch noch ein Pullover für mich gespawnt. Okay. Warum genau ist meine Munition eigentlich weg, die ich gefunden habe? Ach, weil das bestimmt noch in der anderen Hose liegt. Ich habe vergessen, das umzusortieren.
Ich habe aber jetzt gerade irgendwie schon wieder 24 Schuss für irgendwas gefunden. Ja, ich 3. Aber trotzdem doof. Stimmt wohl. Aber egal, eine Pistole findet man sowieso nicht so oft. Nee. Ich weiß jetzt auch leider nicht mehr, in welchem der 1000 Häuser, die ich inzwischen durchsucht habe, das alles lag. Ich mach mich auch jetzt auf den Weg zu dir. Ja. Gerade noch eine Cola gefunden, die trinke ich jetzt mal eben. Damit dafür der aufhört zu jammern. Dafür könnte ich jetzt prinzipiell 3 Karten anbieten. 3? Hier liegen 2 Stück und eine habe ich schon mit dabei. Aber ich habe jetzt tatsächlich einfach keinen Platz mehr. Oh. Also keine Chance. Ich hoffe, dass ich hier jetzt irgendwie noch einen Rucksack finde. Hier liegt noch relativ viel Zeug rum. Ich mache mich auf den Weg. Achso, hier war ich nicht. Ich flitze unterwegs ein bisschen durch die Häuser. Jo, tu das. In der Hoffnung, dass ich, schon mal irgendwas finde, was wir gebrauchen können. Ich könnte eine Mütze gebrauchen. Ja, haha. Nee. Ich habe eine Mütze. Renn durch eins der 1000 Häuser und dann findest du ungefähr 1 Million Mützen. Was ist das denn? Epinephrin? Ist eigentlich was gegen Herzstillstand, oder? Das nehme ich mit. Also ich habe hier schon wieder eine Mütze. Nö, ich habe eine. Falls du nochmal ein BW-Kopftuch findest, kannst du das mitnehmen. Oder Platz hast. Ja, Platz ist so ein bisschen so eine Sache. Ich habe schon wieder eine Karte gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Yikes! Du Karte, ich Zombie. Oh oh. Hier habe ich tatsächlich gerade noch ein Kopftuch für dich. Und im Moment zumindest noch Platz. Wieso hast du doch noch was gefunden? Na, ich habe einen Hoodie noch gefunden. Ah, ja, den habe ich auch schon. Da unten steht auch noch ein Zombie rum. Doof. Ist das, dass ich ja wirklich nicht, dass meine Leiche da nicht lag? Sonst hättest du jetzt die Feuerwerkskram haben können. Ja, das finde ich auch echt schade. Ah, geil, ich habe eine Wasserflasche gefunden. Also ich finde die Situation sowieso schon schade, aber so würde es wenigstens noch einigermaßen gehen. Tote von geliebten Verwandten verarbeiten. Nix. Lektion 1. Bitte was? Tote von geliebten Verwandten verarbeiten. Lektion 1. Ausplündern. Naja. Kommt tatsächlich ein Zombie irgendwo aus der Pampa auf mich zugelaufen. Ich fasse es nicht. Da sind gleich 2.